Herzlich willkommen bei Lebenskraft TV. Heute geht es um Mentaltraining und die Wundertüte in deinem Kopf. Jeder von uns will mehr erreichen in unserem Leben, nur wie macht man das Ganze? Und wir haben heute im Studio einen 13-maligen Weltmeister in Folge im Kickboxen. Und er hat sehr viel erreicht, er hat sämtliche Titel abgeräumt, hat auch seine Schüler 10-mal zum Weltmeistertitel verholfen und macht inzwischen Mentaltraining für Kinder, für Firmen, Einzelcoaching und so weiter. Dazu darf ich heute im Studio begrüßen Roland Kohner. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen, einfach mal 13 Titel in Folge abzuräumen? Also angefangen hat es, wenn ich ganz weit zurückgehe in die Geschichte, meine Eltern kamen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und ich habe eigentlich schon sehr, sehr früh meine Lust verspürt, mich sportlich auszudrücken. Also irgendwie eine Plattform zu finden, wo ich diese Energie, die sich bei mir angestaut hat, zu verwirklichen. Ich habe da mit 3 Jahren angefangen, Tennis zu spielen. Hab da 4 Jahre lang gespielt, also sag mal in der Bambini-Klasse und habe mich dem Sport eigentlich ja ziemlich hingegeben. Interessant war eigentlich auch damals schon, wenn ich jetzt so reflektiere, ich wollte eigentlich damals schon erfolgreich werden. Also ich habe die Zeiten von McEnroe verfolgt und von Björn Borg und habe die auch damals schon relativ echt nachgeahmt. Dann nach dem 7. Lebensjahr, meine Eltern waren Gastronomen, sind wir umgezogen und da ging es leider nicht mehr regelmäßig Tennis zu spielen. Und ich suchte eine andere Sportart, habe mit Fußball angefangen, habe dann dort 7 Jahre gespielt, bin dann beim KSC in der Jugendmannschaft gelandet. Da war ein einschneidendes Erlebnis, dass ich einfach, sagen wir mal so, jetzt auch rückblickend betrachtet, einen Selbstwertzusammenbruch hatte, weil einfach die Leistungsdichte so enorm hoch war. Mein Bruder kam auf mich zu, hat das beobachtet und hat auch gemeint, Roland, probierst du mal mit einer anderen Sportart. Er war schon damals im Taekwondo sehr erfolgreich und ich habe dann angefangen, bei ihm zu trainieren, beziehungsweise bei unserem Großmeister damals, beim Herrn Quark in Karlsruhe und habe dann angefangen, Taekwondo zu trainieren und habe mich eigentlich relativ früh gefunden im Sport. Mir gefiel, dass ich selber verantwortlich bin erstmal. Also ich kann kommen und gehen, wann ich möchte. Und B, hat mich auch der Sport an sich fasziniert. Diese Dynamik, diese Schnelligkeit, diese Aspekte von Verteidigung. Und ich wurde auch da eigentlich relativ schnell erfolgreich. Also ich muss sagen, ich hatte eine gute Vorbildung, natürlich durch das Tennis oder durch die jahrelange Ausdauereinheiten vom Fußball, Schnelligkeitstraining. Konnte es gut integrieren im Taekwondo-Sport, wurde auch nach einem Dreivierteljahr deutscher Jugendmeister. Und nach 1,5 Jahren kamen kleinere Titel noch hinzu. Und ich dann mit 15 oder 16, das weiß ich nicht mehr genau, ich habe einen Sportler beobachtet, das war damals der Klaus Nonnenmacher. Auch ein sehr, sehr erfolgreicher Kickboxer in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Und er hat ein großes Turnier gewonnen in Karlsruhe, in der Europahalle. Und es war ein Taekwondo-Turnier, aber er kämpfte außertypisch, also nicht wie ein gewöhnlicher Taekwondo-Kämpfer. Und ich bin dann zu ihm hingegangen, habe gefragt, du, sag mal, darf ich mal wissen, wer du bist, wie du heißt, wo du herkommst, wo trainierst du? Und er hat dann gesagt, er trainiert in Karlsruhe, in dem eigentlich noch sehr bekannten Bulldog-Gym. Und ich bin dann dem Rat gefolgt, bin ins Training und habe dann angefangen, Kickboxen zu trainieren. Und da war meine Leidenschaft eigentlich für den Kampfsport eigentlich richtig erwacht. Und ich habe mich da reingesteigert, wurde da relativ, also auch sehr schnell erfolgreich, habe viele Pokalturniere gewonnen, wurde dann mit 18 das erste Mal Profi-Deutscher Meister im Kickboxen, Vollkontakt. Habe da einen kleinen Rückschlag erlitten, ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Und der hat mich so circa 3-4 Jahre zurückgeworfen. Allerdings im Nachhinein muss ich sagen, war es eigentlich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, weil ich dann erst auf diesen Weg gekommen bin, den ich heute gehe, dass die Psyche eigentlich maßgeblich mein Leben steuern kann. Nach dem 3-4 Jahr Pause habe ich zufällig jemanden getroffen, einen alten Wettkampfsportler in Karlsruhe, das war der Martin Kilgus. Er war damals schon Weltmeister in dem Sport und hat mich dann wieder animiert, du komm dann wieder ins Training. Und ich weiß ja dein Potenzial noch. Und ja, dem Rat bin ich gefolgt, habe mich ihm angeschlossen und wir haben dann zusammen innerhalb von 12 Jahren, also er im Leichtgewicht, ich im Mittelgewicht, zusammen 18 Weltmeistertitel errungen. Und so kam eigentlich der Ball immer mehr ins Rollen. Ihr habt euch praktisch gegenseitig gepusht. Ja, also es ist so, es ist wichtig, wenn ich es nachträglich betrachte, ich hatte eigentlich immer gute Vorbilder.
Das heißt, ob mein Bruder oder die Großmeister oder Trainer. Ich hatte wirklich fünf große Mentorenprinzip. Richtig, genau. Ja. Die hatten mir, es waren praktisch die Vorbilder. Das Wort sagst du schon, ein Vorbild. Und diesem Vorbild bin ich gefolgt. Es war ein tiefes Vertrauensverhältnis da. Dieses Vertrauen hat mir immens viel Kraft gegeben, geschenkt und hat bei mir natürlich parallel immens viel Kräfte eröffnet. Kräfte und Potenziale, die ich dann nach ihrem Rat so oder so eingesetzt habe. So warst du auch zum Beispiel der erste Europäer, der die US Open im Kickboxen auch gewonnen hat. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Weil das ist ja ein relativ großes Turnier, was du mir erzählt hast. Ja, also was ganz Besonderes. Ne? Es ist bis zum heutigen Tag einer der größten Turniere weltweit. Mein Trainingspartner, der Martin, hat gemeint, es gibt ein großes Turnier in Amerika. Und ich habe davon nichts gehört, nur halt mal andersweise mal gelesen irgendwo. Beziehungsweise, ja, es war mir im Hinterkopf, dass da was ist in Amerika. Und wir hatten Geld gespart und sind dann nach Amerika geflogen, das erste Mal 95. Da bin ich noch im Achtelfinale ausgeschieden und habe aber erstmal diese Umstände kennenlernen müssen, weil in Amerika kämpfst du doch anders, da anderes Punktesystem, andere Kampffläche, einfach eine andere Atmosphäre. Und wir waren so angetan von dem Turnier, so inspiriert, dass wir gesagt haben, wir möchten unbedingt da nochmal kämpfen. Ich habe mich dann nochmal sehr, sehr intensiv vorbereitet, wurde aber zwischenzeitlich noch Weltmeister, 96. Und wie gesagt, 96 dann im Sommer habe ich zum ersten Mal die US Open gewonnen. Das Besondere war sicherlich, es hat noch kein Europäer vorgeschafft. Es war mir aber wirklich erst im Nachhinein bewusst, was ich da nicht vollbracht habe. Und es war nicht international auch für mich der Durchbruch in der Szene. Also wenn man es abkürzen kann, du hast eigentlich in dieser Sportart eigentlich alle Titel abgeräumt, die man so abräumen kann. Ja, also die größten Titel, ja. Ja. Es gibt natürlich noch andere Turniere, allerdings ich habe mich immer auf die größten Verbände konzentriert. Bei uns gibt es auch vier große Verbände und ich wollte mich eigentlich immer mit dem Besten messen. Das war nicht meine Absicht, also nicht mit einem Verband da abschalten. Nee, es ist ja nicht wie beim Fußball, wo es einen großen Verband gibt, leider muss man sagen, sondern es gibt mehrere Verbände, aber mein Ziel war es wirklich, ich wollte mich mit dem Besten messen. Und das war natürlich auch ein Grund, warum diese Vielzahl an Titeln zustande kam über die Jahre. Jetzt stellt sich natürlich unseren Zuschauern so die Frage, wenn man das so hört, so und so viele Titel abgeräumt. Man könnte jetzt sagen, okay, du bist ein Talent, was das anbelangt, aber du hast ja, oder das, was du heute machst, ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Das heißt, das, was du machst, ist ja in diesem Sinn ein Mentaltraining. Ja? Mhm. Sich irgendwelche Bilder schaffen oder so, wie du erwähnt hast, du hast irgendwelche Vorbilder, irgendwelche Zielsetzungen gehabt, so und so, das willst du erreichen. Und deshalb bist du ja praktisch in den Bereich reingegangen, wo du für Kinder Mentaltraining machst, für Firmen und für alle möglichen Leute, die sich eigentlich dafür interessieren, für die Geschichte. Und erzähl uns mal vielleicht ein bisschen was drüber, was kann man damit erreichen, was kann man da machen, wie schaut das in der Praxis aus? Ja? Mhm. Weil Kampfsport ist jetzt mal das eine Thema, ja? Aber Kampfsport, viele sehen es vielleicht aus dem Aspekt, man tut sich gegenseitig die einfach klopfen, auf gut Deutsch, ja, Aggressionen loswerden. Und das ist eine ganz andere Philosophie eigentlich dahinter. Ja? Ich selber habe ja viele Jahre lang von der Jugend an auch schon Kampfsport gemacht und es ist eine gewisse Philosophie dahinter, ja, eine gewisse Lebenseinstellung zum Ganzen. Das hat nichts damit zu tun mit Gewaltverherrlichung, sondern es ist eigentlich eine Geschichte, wo man sagt, man macht das für sich selber, ja, um mehr in seine Mitte zu kommen, seine Konzentration zu verbessern und so weiter. Mhm. Und das andere ist halt, ja, es gehört halt dazu, ja, es ist halt ein Sport, ne, letztendlich. Erzähl einfach mal drüber, was haben die Leute davon, wenn sie so ein Mentaltraining jetzt zum Beispiel bei dir machen? Mhm. Fangen wir vielleicht mal bei den Kindern an. Wie schaut denn das genau aus? Ja, bevor ich das beantworte, ich möchte eins zurückkommen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Es geht um das Wort Talent. Mhm. Es ist so, aus meiner Erfahrung jetzt heraus, und ich gebe Kurse und Trainings seit 1995, also ich vermute mal zwischen 20.000 und 30.000 Teilnehmer hatte ich bisher schon. Und ich persönlich glaube, dass wir Menschen voller Fähigkeiten und Talente sind, Potenzial und Begabungen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann bekommen wir die? Also ich denke, oder für mich meine ich zu wissen, dass wir die einfach schon seit der Geburt haben. So viel zum Thema Talent. Mir wurde immer auch nachgesagt, dass ich Talent habe. Ja, aber Talent allein in dem Sinn reicht erstmal nicht, weil wenn du Talent hast und daheim sitzt und nichts dafür tust, sag mal in die Praxis gehst, bleibt es auch unverwirklicht. Und das ist natürlich immer auch, wenn ich bei Eltern zusammen bin oder in Schulen Projekte gebe oder gerade speziell mit Kindern, ist es für mich wichtig, dass ich sie inspiriere,
dass ich als Vorbild vorangehe und dass ich ihnen den Weg zeige, wie sie diesen Weg auch gehen können. Und das Spannende auch ist, dass sie dann eigentlich freudvoll, leicht, spielerisch dann zu diesen Fähigkeiten dann noch viel leichter finden, als wenn ich mit Druck arbeite. Und so gehe ich auch mit Kindern vor. Zum Beispiel zu mir kommen auch viele, die haben gewisse Themen. Ich möchte jetzt gar nicht erwähnen im Einzelnen, ob ADHS und welche Themen es auch immer gibt. Ich muss sagen, jetzt nach so vielen Trainings mit Kindern, ich hatte noch kein einziges Kind, obwohl es Eltern behauptet haben, das Kind hätte das Thema, weil es für mich so ist, ich gehe nach dem Prinzip, ich schaue mir eine Wiese an, ich sehe da viel schöne Blumen, ich sehe da Unkraut, aber für mich zählt, wenn ich diese Wiese betrachte, dieses Potenzial von den Kindern und Jugendlichen, ich möchte gern das betrachten, was momentan da ist. Und es sind die Blumen, die Farben, diese Vielfalt. Und ich richte meine Aufmerksamkeit erstmal auf diese Vielfalt. Weil das Unkraut tue ich auch beachten, aber es ist so, wenn diese Vielfalt wächst, diese Stärke, diese Farben, diese Blüten, dann ist es viel leichter, das Unkraut zu entfernen, als umgekehrt. Sie zu brandmarken, was ich sehr, sehr schade finde in heutiger Zeit, also tut mir echt das Herz weh. Wie wir jetzt da hingekommen sind, das steht auf einem anderen Blatt. Allerdings, meine Aufgabe ist es, sie darauf hinzuzeigen, schaut mal, liebe Mütter, Väter, liebe Kinder, ihr habt da eine Möglichkeit. Ich gebe dir mal ein praktisches Beispiel. Okay. Seilspringen. Es gibt Kinder, die springen Seil, die nehmen das Seil in die Hand, springen einmal drüber und fangen an zu weinen. Ich kann nicht Seilspringen. Dann sage ich, du, nimm mir das einfach mal, Michaela, schau mal. Du springst heute zum ersten Mal Seil, du hast das Seil in die Hand genommen, hast Schwung genommen und bist jetzt einmal drüber gesprungen. Du kannst Seilspringen. Nein, ich kann nicht. Doch, du kannst. Du bist einmal drüber gesprungen. Und dann sage ich, wie wäre es jetzt mal für dich, wenn du zweimal Seil springen würdest, ohne hängen zu bleiben? Okay. Meinen sie dann etwas? Ich versuch's mal. Und irgendwann nach 5, 8 oder 10 Minuten springen sie tatsächlich zweimal. Und dann sind es für mich Könner. Warum soll ich da noch meinen Fokus darauf lenken, dass sie nicht mehr Seil springen können? Warum soll ich meinen Fokus auf das lenken, was ich gehört habe von anderen, dass sie ein Problem hätten mit irgendwelchen motorischen Themen? Warum? Dann setze ich alle meine Kraft, alle meine Worte, alle meine Empfindungen auf die 3 Sprünge, auf die 4 Sprünge. Und irgendwann nach einem halben Jahr springt das Mädchen 2 Minuten durch. Und es ist aus so vielen Fällen schon passiert. Deshalb Mein Hinweis für alle, wo mit Menschen zusammenarbeiten, mit Kindern und Jugendlichen oder Erwachsenen, gibt dem Potenzial mehr Freiraum, mehr Spielraum, habt den Mut, unter den vielen Schablonen, die wir aufgesetzt bekommen haben, das Gute zu sehen. Und dann wächst interessanterweise auch parallel die Fähigkeit in einem. Nicht nur in dem anderen, sondern in mir zusätzlich. Und das ist, wo ich beschreiben würde, vielleicht diese Win-Win-Situation, wo einfach beide daraus gewinnen. Also bei dir können jetzt halt alle Lehrer im Endeffekt in die Schule gehen, wie man Kinder richtig ausbildet. Ja. Also so, ich möchte nicht sagen, dass es irgendwas richtig oder falsch ist. Ich möchte nur sagen, wie ich es den Kindern zeige und dass ich für meine Art und Weise Erfolg damit habe. Erfolg möchte ich auch noch aus meiner Sicht definieren. Es ist etwas, was ich erfolgen lasse aus meiner Art und Weise. Es geht nicht für mich darum, dass ein Kind jetzt 40 Minuten Seil springt, sondern dass es den Weg dorthin findet. Es kann auch sein, ein Kind springt Seil 2-3 Minuten und entdeckt aber nach 2-3 Monaten, es ist eigentlich gar nicht mein Sport. Ist ja auch okay. Aber das Prinzip war ja, das Potenzial für das Seilspringen zu eröffnen. Und für mich hat es die Richtigkeit gehabt. Und wenn ich in Schulen tätig bin oder in Firmen, Unternehmen oder in Sportmannschaften, erkläre ich es genauso, wie ich es auch erkläre. Weil für mich sind Erwachsene eigentlich auch Kinder. Die Verpackung ist etwas älter geworden. Aber für mich gelten diese Gesetzmäßigkeiten genauso. Also wenn ich mal zurückblicke in meine Kindheit, ja, ich habe damals Schule gehasst, ich bin sehr ungern in die Schule gegangen. Was hat man hier bekommen? Jede Menge Druck, Leistungsdruck und man ist von morgens bis abends eigentlich fertig gemacht worden, du kannst dies nicht, du bist da schlecht und da hast du schlechte Noten, warum kannst du das nicht? Die ganze Zeit ist praktisch darauf rumgehackt worden, was man nicht kann. Ja? Automatisch hast du einen Selbstwerteinbruch und sagst, okay, du hast keine Talente, du kannst nichts, du bist nichts und ja, was mache ich hier eigentlich? Ja, dann tust du praktisch innerlich zusammenklappen und sagst, hey, habt ihr mich einfach gern. Ich habe die Pflicht, da hinzugehen, da gehe ich dann hin. Aber letztendlich kannst du mir eh nicht erklären, warum ich das lernen soll. Ja, das ist nur Druck und eigentlich nur, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken kann. Man wird praktisch eigentlich nur geärgert in dem Sinne. Ja?
als Kind. Das hinterlässt natürlich irgendwelche Spuren. Man kann es dann sehr oft dann betrachten, dass eigentlich die Leute, die in der Kindheit so eine Extremthemen durchgemacht haben, die werden dann sehr oft später erfolgreich. Ja, weil sie sagen, ich will das nicht so haben, ich will das irgendwie anders haben. Ja. Und er sagt, tust du praktisch auch den Kindern einen gewissen Erfolgsweg vorleben. Ja. Kannst du irgendwie Beispiele uns nennen, wo die Kinder sehr extrem erfolgreich geworden sind durch dein Mentaltraining? Oder was, oder wie hast du die Kinder auf diesen erfolgreichen Weg gebracht? Ja. Also erzählen möchte ich mal von einem Fall. Es ging, mein Projekt heißt Starke Werte, starke Schüler. Mhm. Für mich geht es darum, auf verschiedene Ebenen Kinder zu inspirieren, dass sie A, lernen, mit der Atmung umzugehen, B, mit den Gedanken und Empfindungen, C, mit dem Körper, dann auch umso weiter mit den Mitmenschen. Und ich hatte ein enorm gutes Ergebnis in einer Realschule. Das Projekt ging 16 Wochen insgesamt. Und es war so, die Klasse hatte immens viele Klassenbucheinträge. Nach dieser Zeit, nach dem Projekt, waren ganz wenig Klassenbucheinträge noch da. Mhm. Die Klassenharmonie hat sich gebessert. Das hat auch die Lehrer gesagt, weil der war ja im Projekt die ganze Zeit dabei. Auch die andere Lehrer hat es bestätigt. Mhm. Und jetzt kommt's, Oliver. Ich war bei einem Elternabend und eine Mutter sagte dann, ja, warum haben Sie das Projekt überhaupt gestartet? Und mein Kind hat es nie gebraucht. Mhm. Und dann hat der Lehrer dann auch gesagt, ja, er versteht den Einwand, aber sehen Sie es einmal so, wenn von 20 Kindern 15 stören, hat der Kind halt auch ein Problem. Und dann ist mir es eigentlich auch bewusst geworden, dass der Erfolg eigentlich so für die Schulen also kaum definierbar ist. Ich habe das der Mutter dann auch gesagt, wie soll ich Ihnen das jetzt darlegen? Ja. Und für mich war einfach das grundlegende Ziel, dass, was auch gewünscht war vom Lehrer, dass die Harmonie sich verbessert. Und klar kann man das strukturell in Punkte aufbauen vielleicht und sagen, das war jetzt, das und das hat sich verbessert, aber das, wie soll ich das in Zahlen dann angeben? Für mich war es einfach wie das Gesamtbild. Ja. Und es hat sich in so viele Punkte gebessert. Und für mich ist das ein extremer Erfolg. Mhm. Weil hier ging es auch gar nicht darum, dass da Weltmeister zum Vorschein kommen, die ich ja auch betreue, so vielfach. Sondern für mich geht es auch darum, diesen Erfolg, diese Wertigkeit in einem so zu wecken, dass daraus vielleicht mal ein guter Handwerker wird. Ne, dass man jemand sagt, okay, vielleicht zu sagen, Mensch, bist du mit Holz so gut begabt, das finde ich ja richtig gut. Und dann sagt vielleicht ein Junge, nein, das hat noch nie jemand gesagt, ich glaube das nicht. Doch, guck mal, wie du gerade schneiden kannst, das finde ich ja wunderbar. Guck mal, wie ich schneide, das ist total krumm. Vielleicht wärst du mal echt ein guter Handwerker. Dann sagt der Junge vielleicht, ja, meinst du wirklich? Und ich, ja, das meine ich wirklich von ganzem Herzen. Und dann kann es sein, dass er in vielen Jahren vielleicht tatsächlich mal einen Weg geht, in der Holzbranche anzufangen. Und für mich ist das der extremste Erfolg. Ich betreue viele Profisportler. Und also für mich sind aber diese zwei Erfolge gleichwertig. Mhm. Also wenn es ums Extreme geht, bin ich da genauso berührt, als wenn jemand einen WM-Titel erreicht durch meine Betreuung. In welchen Sportarten tust du noch betreuen? Tennis, Handball, Fußball, Basketball, Schach. Mhm. Ja. Also jeder, wo es um Thema Einstellung geht, Gedanken und Empfindungen, die da Rückenwind brauchen, da werde ich ja gebucht und für Einzelcoachings dann. Was machst du im Schach? Weil das Beispiel, ist eine ganz andere Geschichte. Ja, das andere ist alles direkte Sportarten. Ja. Das eine andere ist mehr so eine Denksportgeschichte. Ja, ja, allerdings die Prinzipien sind immer ähnlich. Es geht ja immer wieder um Gedanken und Empfindungen. Zum Beispiel bei Schach geht es vor allem darum, Ruhe zu bewahren. Es gibt ja auch, ich bin jetzt kein Schachspieler, aber ich habe mir das erklären lassen, es gibt zum Beispiel, wenn Situationen da sind, wo ich unter Druck komme, wie gehe ich mit einer Druckempfindungssituation um? Kann ich die tatsächlich lösen? Kann ich einen anderen Fokus darauf finden, zu der Drucksituation? Wie kann ich wieder meine Erinnerung hervorholen, wo ich Dinge gelöst habe, die schon mal weiter zurückliegen zu dieser Situation? Es ist enorm wichtig, die relativ schnell abzurufen. Geht es dann so Richtung NLP rein? Also ich habe davon gelesen, ich habe mich mal eingelesen. Mir wurde auch schon in Vorträgen gesagt, dass es Ähnlichkeit damit hat. Mhm. Allerdings, ich bin fern von dem. Ich möchte gerne einfach aus meiner Beobachtung von den vielen, von den vielen Trainings die Essenz einfach weitergeben. Und ich möchte es eigentlich auch gar nicht so betiteln, weil oft die Gefahr dann wieder da ist, dass es dann... Schubladendenkweise. Ja, genau, dann ist es... Aber guck mal, wenn es ums Thema Mentaltraining geht, da gibt es ja, werde ich oft gefragt, du bist der Mentaltrainer. Ja, ich arbeite als Mentaltrainer. Und dann sage ich aber, du bist deine Mutter, gell? Ich sage, ja, ich bin Mama von zwei Kindern. Da können wir uns ja die Hand geben. Mhm.
Du bist für mich genauso eine Mentaltrainerin. Weil was macht eine Mutter? Nichts anderes. Bringt dem Kindern die Sprache bei, was da enorm ist. Also wenn man sich überlegt, dass die meisten Kinder, muss man sagen, dass sie relativ leicht, also nicht alle, aber die Muttersprache lernen. Also ich weiß nicht, viele Lehrer können es von sich nicht behaupten, ne? Dass er die Sprache jemand anders so leicht beibringen wie die Mutter. Also das ist für mich eine enorme Meisterleistung. Okay, man kann jetzt aber im Endeffekt sagen, dass du dein komplett eigenes Konzept hast. Ja, du lässt dich jetzt praktisch mit dem, was du tust, nicht in irgendwelche Schubladen stecken, sondern du tust einfach aus der objektiven Beobachtung, wie dein Erfolgsweg war, deine ganzen Erfahrungen lässt du da einfließen und hast praktisch ein komplett eigenes System entwickelt, wie du Menschen auf den Erfolgsweg bringst. Ja? Okay, Thema Kinder haben wir schon mal einiges erwähnt. Gehen wir vielleicht auf das Thema Firmen ein. Mhm. Was machst du für Firmen speziell für Coaching? Wie schaut das aus oder was kann man damit machen? Mhm. Bei Firmen geht es oft so, es ist so, ich hatte gestern einen Vortrag vor einer Fußballmannschaft, die steht vor einer großen Herausforderung. Und ich habe am Anfang gleich gesagt, hier geht es nicht darum, auf den Tischen zu tanzen. Und hat einer gesagt, ja, das hat er jetzt gedacht, das passiert. Es geht da darum, Dauerhaftigkeit, Werkzeuge zu finden, auch in Phasen, wo es einem nicht so gut geht, sich wieder auf die Beine zu bringen. Das ist für mich auch ein wichtiger Bestandteil bei Firmen, Unternehmen, die vielleicht am Anfang stehen oder vielleicht neu einsteigen, wie es, dass nicht immer alles gleich am Anfang rundlaufen kann, wie auch. Nicht nur anfange, sondern ihnen da Werkzeuge in die Hand zu geben, dass sie tatsächlich über ihre Einstellung Wege finden, Herausforderungen gut zu lösen und vielleicht sogar herauszufinden, ob sie das, was sie tun, ob das, also der Beruf, was sie ausüben, ob das überhaupt das Richtige für sie ist. Weil im Endeffekt, jemanden zu motivieren, finde ich gar nicht mal so schwer. Jemand aber zu motivieren, seinen eigenen Weg zu gehen, unabhängig davon, bei welcher Firma er ist und sagen, okay, pass auf, du bist ja gut in dem, was du tust, aber hey, du hast so eine gute Art, mit Sprache umzugehen. Hast du es mal da und da probiert? Das finde ich nochmal eine andere Ebene, wo ich dann auch punktuell mal ansetze, wenn ich bemerke, Mensch, vielleicht bist du vielleicht komplett verkehrt am Platz. Mhm. Also das nehme ich mir mittlerweile raus, das auch zu sagen. Dann, ja. Okay. Das heißt, du tust die einzelnen Leute der Firmen praktisch beobachten, die Eigenschaften herausarbeiten, wo sie besser ihre mentalen Kräfte oder ihre Talente einsetzen können. Das ist richtig soweit. Genau. Es ist so, für mich gibt es zwei Ebenen. Es ist die äußere und die innere Ebene. Mhm. Für mich ist die äußere Ebene zum Beispiel die Ebene der Wirkungskräfte. Mhm. Wirkungskräfte sind Farben, Proportionen, Gerüche. Das herauszufinden, wo bewegt sich jemand, in welcher Wirkungskräfte. Weil es ist zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt einen Unternehmer, der Leistung bringen möchte oder Hochleistung. Wenn ich halt mich mangelhaft ernähre oder zu wenig gutes Wasser trinke, dann bist du der Fachmann, ist das auf Dauer halt, kann ich mental noch so stark sein, irgendwo habe ich dann ein großes Defizit. Also für mich geht es darum, auf dieser Ebene zu arbeiten und dann auf der zweiten, also auf der tiefen Ebene zu arbeiten. Wie kann ich Bewusstheit erschaffen, zum Beispiel für das Thema Wasser, für Bewusstsein für Thema Lebensmittel, für Bewusstsein für Thema Beziehungen, Bewusstsein für Thema Regeneration, Bewusstsein für Thema Zwischenmenschlichkeit. Und wenn da die bewussten Kanäle da sind oder wach sind oder geöffnet sind, ist meiner Meinung nach in vielen Ebenen, zum Beispiel nehmen wir die Kommunikation, einfach feiner. Vielleicht wäre der Mensch, wenn er genügend Wasser trinkt oder genügend Schlaf hat, sich gut und ausgewogen mit Lebensmitteln ernährt, einfach wacher im Gespräch. Und das ist für mich definitiv Erfolg, wenn er einfach plötzlich spürt, Mensch, ich glaube, ich kann wahrnehmen, ich weiß genau, was er braucht. Und auf diesen Bereichen arbeite ich dann, in Gruppen oder für einzelne Menschen. Wie groß sind dann meistens die Firmen? Von kleinen Unternehmen bis große Firmen? Ja, es geht von Finanzdienstleistungen los, von Ingenieurbüros oder ich bin in Krankenhäusern für die Mitarbeiter tätig, wo es jetzt ganz so sehr um Erfolg geht oder um das Thema Entspannung, weil viele können zum Beispiel auch abends nicht einschlafen. Schlafstörungen massive, da gibt es also enorm viele. Wenn man das Falsche tut den ganzen Tag, ne? Ja, voll, ich denke mal auch, ja, wir haben es ja schon mal davon gehabt, das Falsche. Vor allem auch mal rauszufinden, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie. Muss ich unbedingt jeden Abend noch von 22:30 bis 22:30 irgendwo vor einem Apparat sitzen? Wäre es vielleicht auch mal schön, den Fernseher mal auszuschalten, vielleicht ein gutes Glas Wein rauszuholen und sich mal wieder mit dem Partner
einfach mal ausgiebig über das Leben zu unterhalten, was ist so, was die Wünsche wären, Ziele oder einfach mal vom Alltag zu reden, weil dadurch wird viel Energie frei aus meiner Sicht. Ich habe nichts gegen Fernseher, ich schaue selber gern, aber mittlerweile sehr, sehr ausgesucht. Und ich überlege mir das ganz genau, was ich anschaue. Die meisten unterhalten sich ja nur noch über Smartphone. Ja. Also, das heißt, wenn man sich gegenüber sitzt. Ja, es ist so, ja. Allerdings, es gehört halt auch zu unserer Zeit dazu. Aber wenn man jetzt mal den Vergleich stellt zwischen einem guten Gespräch und einem Smartphone, ich ziehe das Erste immer vor. Ja. Und aus meiner Beobachtung heraus wäre es interessant, die Menschen dort wieder auch hinzuführen oder wacher zu machen, das Smartphone nicht zu verteufeln. Wir haben alle. Ich denke mal, es wird so ein kleiner Zeitabschnitt sein, ja. So ein gewisses Aufbäumen. Und irgendwann kommen die Menschen selber drauf, du, das ist nichts. Ja. Ist ein Werkzeug aus meiner Sicht. Ja, es ist halt schöner, ein Gespräch zu führen, ja, den anderen gegenüber sitzen zu haben, bevor man es ständig da hin und her schreibt. Ja. Weil Worte kann man, die geschriebenen Worte kann man eher falsch verstehen, wie wenn man jetzt gegenüber sitzt. Ja. Dann, wenn der andere schon komische Gesichtszüge im Gesicht hat, dann kann man gleich einhaken. Ja. So sieht man das nicht direkt. Ja. Also natürlich entstehen viele Missverständnisse, viele Streitigkeiten entstehen dadurch. Ja. Weil natürlich, wenn man schnell was hinschreibt, ist es viel einfacher, wie wenn jetzt jemandem persönlich gegenübertritt und dem jetzt die Meinung sagt zu irgendeinem Thema oder was auch immer. Ja. So ist es halt. Die Industrie läuft ihren Weg und wir steigen ein oder nicht. Und uns ging es mal ja genauso. In Schulen zum Beispiel gab es auch einen Abschnitt meines Trainings, wo es um Kommunikation geht, um die Wortwahl, was Worte eigentlich für Kraft haben, wie sie verletzen können. Zum Beispiel sollten die Schüler auch einfach mal so einen Tagesablauf mal darstellen und auch mal erklären von sich aus, was da passiert ist, aus den eigenen Worten mal eine Situation erfassen, damit sie erkennen, dass die Worte tatsächlich in mir wirken und auch in den anderen. Und solange das halt einfach noch zu wenig kommuniziert wird, aus meiner Sicht wäre das auch ein interessantes Fach, ne? Kommunikation, was bedeutet eigentlich die Sprache eigentlich wirklich, was ist die wahre Bedeutung von Worten. Ne? Oft wird gesagt, ja, ich höre dann viel, ja, mein Kind ist nicht motiviert, und dann frage ich die Eltern, was bedeutet eigentlich motiviert? Wie ist eigentlich die Ursprungsbedeutung? Nee, ja, woher soll dann das Kind wissen, was motiviert ist? Ne? Also so möchte ich dann auch immer wieder... Oder wie entsteht Motivation in dem Sinne, ja? Genau. Das ist ja auch das, was in unseren Schulen ja auch nicht gelehrt wird. Das heißt, es wird den Kindern nahegelegt, du musst das tun. Aber bevor man jetzt halt die Kinder irgendwie motiviert, ja, irgendwie, weiß ich, ein kleines Spielchen daraus macht oder wo sie sich richtig einbringen können, das ist ganz andere Motivation dahinter, wie wenn ich jetzt sage, du musst. Ja. Keiner hat es gern. Auch die Lehrer sicherlich nicht. Und andere Erwachsene, auch nicht. Habe ich das gern? Also ich sehe das, wenn ich mit Menschen zusammen bin, ich sehe immer, wie möchte denn ich behandelt werden? Und wenn ich dann überlege, ich bin ja viel mit Kindern zusammen, wenn ich dann höre, meine Eltern haben das gesagt, der Spezialist, mich kann da wen, wer, der hat das gesagt. Ich habe mir auch gedacht, wie brutal kann man denn noch sein? Wie soll das Kind das noch verkraften können? Weil wir sagen dann, ich habe doch nur gesagt, er hat ein Problem. Ja, aber die Kinderpsyche geht anders da. Also da wird dann gesagt, ja, das nimmt das Kind nicht so wahr. Doch, die Kinder nehmen viel mehr wahr, als wir überhaupt wissen. Gell? Die wissen, wie die Eltern sich fühlen. Die können Erwachsene gut wahrnehmen. Natürlich können sie es nicht so einordnen wie wir. Aber eine feine Wahrnehmung haben sie definitiv. Und das wird halt einfach aus meiner Sicht großräumig nicht berücksichtigt. Als Beispiel, wenn es ein Kind ein Problem hat, ja, tust du auch die Eltern mit einbeziehen? Wenn es möglich ist, ja. Ich brauche dafür einen intimen und ruhigen Rahmen. Intim meine ich einfach einen geschützten Rahmen. Ich habe mal ein Beispiel gehabt, Kinder, es kommen ja zu mir auch mal gelegentlich, wenn sie schwimmen lernen möchten. Und ein Kind war bei mir, hat enorm gut, wirklich sehr gut schwimmen gelernt, also war ein Erstschwimmer und hat sich beteiligt. Es war so, der Kurs ging 8 Stunden. Nach 5 Stunden hat er schwimmen gelernt. Und dann habe ich überlegt, was mache ich mit ihm? 3 Stunden. Und ich habe ihn gebeten, ob er mir bitte helfen kann als Schwimmassistent. Mir zu helfen, den Kurs so gut auszuführen, dass die anderen Kinder auch schwimmen lernen. Es war dann so, dass er mich wirklich unterstützt hat wie ein Trainer. Er hat die Kinder motiviert. Und da ist mir nicht bewusst geworden, was für Fähigkeiten der junge Mann hat. Gell? Und er ist natürlich dadurch auch gewachsen. Er dient als Vorbild, inspiriert andere. Also das hat wahrscheinlich vieles in ihm ausgelöst. Dann kriege ich daraufhin eine E-Mail.
wo die Mutter schreibt, sie kann sich das nicht erklären, er hat doch ADHS. Also Stempel darauf, ne? Ja, genau. Den haben aber die, weißt du, den Stempel habe ich gar nicht draufgesetzt. Weil, klar, ich schaue mir das schon an. Ist ja nicht so, dass ich das sage, okay, das, dass ich das komplett aus dem Fokus nehme. Nur ich schaue einfach an dem Wort vorbei. Ja. Weil ich, wenn ich so drüber nachdenke als Kind, was war mein größter Wunsch, dass ich beachtet werde? Dass jemand da mich immer an die Hand nimmt, dass ich mich mal tröste, dass er mich mal motiviert, mal drückt. Aber doch nicht diese Überlastung von irgendwelchen komischen Namen. Also ich bin eher, also wahrscheinlich werde ich jetzt da wieder auch wieder gebrandmarkt. Allerdings, was soll jetzt ein 5- oder 6- oder 7-Jähriger damit anfangen? Was? Es entwickelt sich in ihm wahrscheinlich ein Bild, das wir gar nicht nachvollziehen können. Hauptsächlich wahrscheinlich, ich bin schlecht. Oder ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ja. Ich sage halt einfach klipp und klar. Und ich bin krank, ich muss Medikamente nehmen. Ja. Ich bin nicht normal, ich entspreche nicht der Norm. Wahrscheinlich zwangsläufig passiert das viel öfters, als wir überhaupt denken. Ne? Ja. Ja. Leider ist es so, aber wie gesagt, den Zustand habe ich für mich akzeptiert. Ich finde es schade, mir blutet manchmal immer noch das Herz, aber für mich geht es darum, wieder mich zu motivieren, mich so aufzubauen, zu überlegen, Mensch, was würde ich mir denn wünschen, wenn ich so ein kleiner Knopf wäre? Und dann geht alle Energie da drauf. Ja. Ob es den Eltern oder den Lernen gefällt oder nicht, das ist mir mittlerweile auch fast schon gleichgültig. Weil es geht darum, wenn jemand zu mir kommt, er möchte sich ja tatsächlich verbessern. Und dann möchte ich auch nicht keine Rücksicht mehr nehmen auf ihren Verhaltens- oder ihren Glaubensmusterkatalog, weil es bremst mich nur ein. Deshalb auch die Erwähnung von vorhin, möchte ich mich eigentlich auch nicht irgendwie in eine Schublade pressen lassen. Ich habe dieses System, jenes. Nehmen wir mal Viktor Schauberger zum Beispiel. Ja. Das war auch ein Kenner von Wasser. Er hat ja vieles rein von der Beobachtung erfasst. Genau. Und soweit ich weiß gar nicht, war er in der Schule, ich weiß es nicht, aber in der Beobachtung steckt immens viel Potenzial. Schlüsse drauf zu ziehen, zu sehen, ah, das funktioniert nicht. Letztendlich kommt man irgendwann drauf, dass nur durch die Beobachtung man wirklich lernen kann. Mhm. Wenn ich jetzt nur in die Schule gehe und das Wissen von irgendjemandem mir aneigne und es zu meiner eigenen Wahrheit mache, ja, was soll dabei rauskommen? Ich bete ja nur dem seine Erfahrungen nach. Aber es gibt ja verschiedene Blickwinkel. Ja? Mhm. Vielleicht gibt es bessere Blickwinkel, vielleicht gibt es eine mehr Ganzheitlichkeit, ja, wenn man es aus verschiedenen Aspekten betrachtet. Meine persönliche Erfahrung ist genauso aus der Beobachtung, genauso im Therapeutischen, aus der Beobachtung ziehe ich meine Schlüsse. Mhm. Ja, wenn jemand kommt, das sind immer für mich Beispielfälle, ja. Jemand kommt auf uns zu, hat das und das Problem, ja, dann fängt man mal da und da an und tut es beobachten, was tut sich jetzt noch auf, wo ist das eigentliche Problem, wo ist die eigentliche Ursache. Ja. Und teilweise spielen ja die Mitmenschen oder das persönliche Umfeld eine riesen Rolle, wenn die Leute emotionale Probleme haben. Ja? Mhm. Ob das Eltern sind, ob das Lebenspartner ist, wie auch immer, das soziale Umfeld oder in der Arbeit, das spielt ja richtig rein im Endeffekt auf die Leistung, auf die Gesundheit. Das spielt ja alles im Endeffekt mit rein. Bei den Erwachsenen wird es erkannt, warum wird es dann bei den Kindern nicht erkannt? Ja, die Kinder schiebt man halt nur in ein gewisses Schema rein. Du musst in der Schule, ja. du musst das. Ja, im Endeffekt, das Kind wird von morgens bis abends nur immer zugeschüttet, was es alles muss. Mhm. Aufgaben von morgens bis abends. Mhm. Ja. Aber dass eine richtige Motivation stattfindet, das heißt, ich tue ein Kind motivieren zu irgendetwas, dass es das freiwillig macht ja, und mit Begeisterung macht und vielleicht noch darüber hinaus sich noch informiert über das Thema. Ja, Anschauung, sich selbst erarbeiten zu irgendeinem Thema. Ja? Mhm. Praktisch in die Eigenverantwortung zu kommen, selbstsicher Bild zu machen. Das ist eigentlich das, was gelehrt gehört und nicht einfach eins zu eins nachbeten, das, was der Lehrer sagt in dem Sinne. Da müsste man mehr wieder hingehen, aber das ist halt immer eine Sache von den Eltern. Ja, da müssen ja auch die Eltern mitmachen. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Mhm. Aber vor allem wäre es mal interessant, einfach mal über das Thema mal offen drüber zu reden. Die Erfahrungen einfach sind. Gell? Und ich möchte auch gerne auch andere einladen, ob es jetzt Psychologen sind, einfach von ihren Erfahrungen mal zu schildern, damit wir zusammen irgendwie einen anderen Weg finden. Weil nachweislich ist es so, dass großflächig manchmal für viele dieser Weg einfach nicht mehr funktioniert, wenn es ums Thema
Schule geht. Ne? Gut, viele boxen sich da tatsächlich durch. Und ich habe auch tatsächlich Jugendliche und Kinder, denen gefällt es ja auch in der Schule. Es ist nicht so, dass es, dass alle irgendwie unglücklich sind. Aber mein Wunsch wäre es, dass es doch trotz aller Herausforderungen für viele einfach leichter geht. Auf das Thema nochmal zurückzukommen, wie ich darauf gestoßen bin, eigentlich so zu denken und zu fühlen, war auch maßgeblich auch der Hubert Sheldrake beteiligt, wo er einfach gesagt hat, dass wir Menschen verbunden sind. Ja. Er hat es morphogenetische Felder genannt. Es gibt sicherlich noch andere Begriffe dafür. Allerdings für mich war das der erste große Aha-Effekt, wie eng wir doch miteinander verkoppelt sind. Und deshalb richte ich meine Energie, meine Gedanken und Empfindungen, wenn ich jemanden sehe, auf sein Potenzial, was momentan da ist. Je nachdem, mögen die Einschränkungen noch so groß sein. Ich hatte mal ein Kind, das war halbseitig gelähmt, das ging ums Thema Schwimmen. Und ich habe der Mutter auch gesagt, dass ich weiß nicht genau, ob ich der richtige Mann dafür bin. Und dann hat sie gemeint, mir war es einfach nur wichtig, dass er irgendwie ins Wasser irgendwie kommt und dass er einfach irgendwann mal oben bleibt. Und tatsächlich nach 10 oder 11 Stunden ist er selber ins Wasser und ist selber oben geblieben. Es war also... Es war für mich immens berührend, dass er... Was hatte das Kind genau? Ich weiß nicht, schon viele Jahre her, aber es hatte einfach motorisch immense Einschränkungen überall. Hat sich da was verändert dann? Ich habe es seitdem nicht mehr gesehen. Ich habe nur, ich kann nur sagen von dem Kurs, das Kind ist dann ins Wasser, ist oben geblieben und hat dann rückwärts ist es oben geschwommen. Okay. Und es war für mich einer der bewegendsten Momente, wo ich gehabt habe. Das war echt ein Tränen nah, weil es, weil von der Einschätzung würde ich sagen, nee. Das hat so ein Thema, es wird niemand schwimmen können. Aber ich habe auch für mich nicht gewusst, ob es geht, dass er oben bleibt. Allerdings, da habe ich wieder gemerkt, dass wenn der Fokus auf die vielen Blumen geht, auf die potenziellen Fähigkeiten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er wachsen. Und jetzt ist vielleicht auch so, dass vielleicht viele denken, ja, du bist aber naiv und ja, du siehst die Probleme nicht. Doch, ich sehe die Probleme schon, dass sie da sind. Nur ich fange an, mit dem Problem zu spielen. Ich mache da keine große Geschichte draus, weil du hast erwähnt den Druck. Druck erzeugt immer Gegendruck. Das weißt du von den Kampfkünsten, weiß ich auch. Ja. Und ich möchte mit Druck, ich möchte es umwandeln, kanalisieren, wo wir es vorhin auch gehabt haben, wo die Frage war, warum Kampfsport dienlich sein kann. Ganz klar, um meine Emotionen zu kanalisieren in einen guten Weg. Zum Beispiel nehmen wir einen Maler, der malt mit dem Pinsel schnell auf und ab. Für mich ist es auch aggressiv. Aber zielgerichtet und auch aufbauend für seine künstlerische Entwicklung. Also ist in dem Fall Aggression eigentlich was Gutes. Die Frage ist, wie, in welche Bahn wird es gelenkt? Wir haben zum Beispiel bei uns im Verein so einen Boxsack hängen. Ja? Die meisten, die kommen, freuen sich darüber, wow, Boxsack, und dann geht's los. Ja? Das heißt, die lassen ihre Aggressionen einfach mal los. Ja? Und andere gibt es dann wieder, ja, der ist ja eigentlich in dem bewussten Bereich eigentlich arbeiten, da gehört Aggression ja gar nicht hin. Ja, und ich antworte dann, ja doch, es gehört dahin, weil es gibt immer beide Seiten, Yin-Yang. Ja. Mhm. Und warum Aggression ist nichts anderes wie ein Gefühl. Mhm. Ja, wenn ich die Aggression habe, muss ich es natürlich wieder wegbekommen. Ja, was gibt es da Schöneres, wie ein Sandsack, sich einfach mal austoben, und tut sich sportlich ein bisschen betätigen, hält ein bisschen fit das Ganze und man fühlt sich nach besser, erleichtert. Mhm. Ja. Also was habe ich jetzt damit erreicht? Eine Erleichterung. Und viele tun es dann wieder, vor allem diejenigen, die im spirituellen Bereich unterwegs sind, tun es dann immer wieder verteufeln. Das ist Aggressionen, das gehört nicht daher oder sonstiges. In anderen Ländern ist es ganz normal. Ja. Da spricht man immer vom Temperament. Ja. Wenn die Leute richtig schön aus sich rausgehen und rumschreien und sonstiges, dann haben sie es loslassen, dann geht es ihnen danach wieder gut. Was machen wir? Wir fressen alles in uns rein, die ganzen Emotionen, weil wir sie nicht rauslassen können. Was passiert? Das machst du einige Jahre und natürlich hast du dann vielleicht Blutdruckprobleme oder irgendwas kommt, weil du immer die Emotionen unterdrückst. Ja? Also kommt irgendwann eine Krankheit, weil du tust sie nicht verarbeiten. Das heißt, auch da kann man Dinge verarbeiten. Mhm. Nur mal wieder zum Thema Kampfsport. Ja? Mhm. Ich möchte ein bisschen von dem Ding wegkommen, weil viele das doch immer als Aggressionen oder was Böses darstellen. Mhm. Nur ich finde Kampfsport einfach was absolut Geniales. Mhm. Ja? Es macht riesig Spaß. Mhm. Und warum sollte etwas, was Spaß macht, schlecht sein? Ja? Mhm. Und man kann natürlich, so wie du das machst, viele, viele Dinge damit einbauen. Mhm.
Und das finde ich eine tolle Sache. Ne? Zum Beispiel von meinen Kursen ist es so, dass die Kinder bei mir, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, lernen 10 Inhaltspunkte. Das Kampf, ich nenne es, klar, Kickboxen ist der Name, aber für mich ist es eine Art Charakterentwicklung. Zum Beispiel ein Bestandteil ist stilles Sitzen, dann der nächste Bestandteil ist Seilspringen, dann der nächste ist das allgemeine Strecken des ganzen Körperapparates, dann das nächste ist der Umgang mit dem Partnern, Energien aufnehmen, blocken, kontern, dann das nächste ist Kontrolle, dann das nächste ist klare Kommunikation, das nächste ist Verbeugen voreinander, vorm Raum, vorm Schüler, also vorm Mitschüler verbeugen, das nächste ist auch im Kampf die Regeln einzuhalten. Die Regeln sind ganz klar festgelegt. Das nächste ist auch in der Auseinandersetzung. Ich habe Kinder, die sind 5 oder 6 Jahre, die kämpfen, sag mal, sehr abgespeckt, mit ganz wenig Kontakt, aber auch da sich zu finden, ohne sich anzuschreien. Das nächste ist zum Beispiel, bei mir im Kurs sind keine Schimpfwörter erlaubt. Also es gibt also viele Inhalte, die in Kampfkünste integriert werden, wo die Kinder eine Fähigkeit sich aneignen, sich und andere zu reflektieren. Und das ist enorm wertvoll, finde ich, auch für spätere Projekte, ob es jetzt Schule ist oder für die Ausbildung, bei stressvollen Situationen nach innen zu gehen, selbst zu beobachten aus einer weiteren Distanz und nicht mehr als Blatt im Wind zu fungieren, sondern eher als Baum selbst. Der Wind kommt, Blatt wird gedehnt, ich gehe zurück und gebe die Energie wieder zurück, so bildlich mal gesprochen. Genau. Also den Hinweis gebe ich vielen Kindern, die bei mir sind, die üben bei mir in der Stille sitzen. Ob 5-Jährige, also es fängt schon bei 4,5 Jahren an, die üben bei mir 2 Minuten Stille sitzen. Um das, was passiert im Körper, zu beobachten, ob es Jucken ist, ob es der Drang ist, sich zu bewegen. Klar, es gibt einige Kinder, die fangen an zu wackeln. Ja? Aber für mich sehe ich das einfach als diese Bewegungsmuster, wo sie sich angeeignet haben, einfach mal zu beobachten. Und es geht. Also ich werde von vielen Lehrern gefragt, ob es möglich ist. Tatsächlich, wie ich es erzähle, nicht ja. Nur, ich sollte davon selber überzeugt sein. Ich sollte ein Zeuge davon sein. Ich sollte selber es tun und selber vielleicht einen Nutzen drin sehen. Und den Nutzen sehe ich für mich absolut. Das stille Sitzen, die Augen mal zu schließen. Es muss ja nicht immer stille Sitzen sein. Es kann auch sein, du gehst den Bachverlauf entlang, sitzt an einem Bachufer, beobachtest das Wasser, beobachtest das Eichhörnchen, siehst vielleicht einen Sonnenuntergang. Natur ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Mittel, um wieder zurück auf der Erde zu landen. Genau, einfach wieder sich zu erden, in dem Sinne zu sich wieder zu finden. Man kennt es ja von unserem Alltag. Man wird ja von 1000 Dingen tagtäglich abgelenkt. Und natürlich ist das eine Riesenübung oder eigentlich schon ein Muss, das jeden Tag einfach zu tun, um einfach mal abschalten zu können, ja, von dem Ringsrum, die ganzen Einflüsse, die immer da sind. Ne? Okay, ich würde vielleicht einfach mal vorschlagen, dass wir die letzten 2-3 Minuten einfach mal so richtig Tipps vom Weltmeister noch mit einbauen. Kannst du unseren Zuschauern was Spezielles vorführen oder Beispielnummer dazu nennen? Oft werde ich gefragt, zum Beispiel, wenn es ums Thema geht, einfach Energie für den Tag, dass sie sich oft müde fühlen oder teilweise auch so, dass sie abends kaum einschlafen können. Also ich fange immer erst mit den äußeren Wirkungskräften an, zum Beispiel morgens nicht gleich nach dem Wecker aufstehen. Also nicht den Wecker ausschalten, sondern erstmal den Wecker ausschalten und erstmal liegen bleiben. Ist aber gefährlich. Das ist aber gefährlich. Ja, es ist am Anfang eine Übungssache, aber ich finde es wesentlich hilfreicher, wenn ich tatsächlich noch wach bleibe, den Tag leicht durchzuspielen. Das heißt, die meisten von uns haben ja einen gewissen Ablauf, wo wir schon vornherein wissen, wie der Tag, in welchen Zeitabständen wir was erledigen sollen oder müssen. Interessant wäre es, diese Phase zu nutzen, weil die sehr speziell kurz nach dem Aufstehen oder kurz vorm Schlafen gehen, weil dadurch unser Unbewusstes sehr, sehr aufnahmefähig ist, die Situation durchzuspielen und sie zu füttern mit guten Gefühlen. Mit guten Gefühlen, dass ich heute zum Beispiel, also die Augen als Idee, ich habe den Wecker ausgemacht, ich atme tief an und aus, vielleicht 4-5 Mal und ich sage mir zum Beispiel, heute ist ein guter Tag für mich. Nachdem ich aufgestanden bin, bin ich wach, klar und diese Klarheit, diese Worte, diese Sätze nehme ich bildlich mit durch den ganzen Tag. Von mir aus, ich ziehe die Kinder an, ich mache ihnen Frühstück, danach gehe ich zur Arbeit. Die Arbeit spiele ich auch nochmal kurz durch, vielleicht nicht im einzelnen Detail, sondern was viel wichtiger ist, welches Gefühl ich dort platziere. Platzieren kann sein, einfach heute möchte ich einfach klar sein.
wach, aufmerksam, ich möchte mich klar formulieren. Mhm. Und dieses kleine Programm mal üben, 3 Wochen durchzuhalten. Mhm. Weil wenn das Unbewusste, sagen wir mal, 3 bis 4 Wochen die gleiche Botschaft erhält, zu einem gewissen Zeitablauf, ist es gewillt, diesem Programm eher zu folgen. Und ich übe das auch mit Sportlern, dass sie vor körperlichen Herausforderungen sich immer wieder geistig, also mit den inneren Bildern, was vorstellen, sie koppeln mit guten Gefühlen und dieses Gefühl dann wieder loslassen. Das hört sich am Anfang erstmal an, ja gut, aber ich kann da nichts greifen, wie soll es funktionieren? Ich kann es so empfehlen, einfach mal tun. Weil wir tun es tagtäglich sowieso tausendfach. Es gibt ja Untersuchungen, dass wir am Tag 30.000 bis 50.000 Gedanken haben. Mhm. Nur die meisten davon sind eher hinderlich, sehr problemorientiert. Und diese Art von Training ist sehr lösungsorientiert. Das heißt, ich schaffe damit nicht sofort, ich beseitige alle Probleme, sondern ich gebe mir Energie geistig, um diese Probleme vielleicht also besser anzugehen. Alleine mit dieser Übung kann ich also diese Mattigkeit, diese Müdigkeit, was viele über den ganzen Tag haben, wegnehmen. Ist das richtig? Es ist so, du gehst ja schon von bevor du aufstehst, mit einer anderen Einstellung emotional in den Tag. Und das kann, das Unbewusste ist wie ein guter Freund. Also wir haben ein Tagesbewusstsein, ein Unbewusstes. Und das Unbewusste und unsere inneren geistigen Fähigkeiten, die sind ja mannigfaltig, die sind ja so vielfach. Das ist wie ein Wachrütteln, wie ein Mitarbeiter, wo ich sage, hey Mitarbeiter, passt auf. Hey, heute wird ein harter, langer Tag. Ich brauche jetzt alle eure Hilfe. Bitte helft mir. Mhm. Ich weiß, ich habe schon lange mit euch kommuniziert. Tut mir echt leid. Mhm. Aber heute, bitte brauche ich euch. Mhm. Und das nächste wäre zum Beispiel auch, wenn ich aufstehe, auch mal die Dinge mal einfach sachlich zu betrachten. Mhm. Trinke ich schnell Kaffee und renne aus dem Haus? Oder wäre es vielleicht besser, wirklich 15 Minuten vorher aufzustehen? Mhm. Mal anstelle von Kaffee mal einen Tee zu trinken. Mal an die frische Luft zu gehen. Vielleicht morgens eine Gymnastikübung einzubauen. Mhm. Dann vielleicht auch tagsüber zu überlegen, okay, mein Tag ist zwar voll, aber ich nehme jetzt einfach mal die Zeit zwischen 13.15 Uhr und 13.20 Uhr, mal mich hinzusetzen, mal die Augen zu schließen und mal nur auf den Atem zu achten. Dann das nächste wäre zum Beispiel auch abends. Mit was? Wenn der Tag eh schon so voll war, voller Herausforderungen, frage ich mich oft, früher habe ich es übrigens auch gemacht, ich bin zum Entspannen, bin ich vor dem Fernseher. Es wäre vielleicht interessant, mal die Fernseher mal auszulassen, mal ein gutes Buch zu lesen, wirklich nochmal spazieren zu gehen, nochmal den Tag Revue passieren zu lassen, vielleicht auch mal ein gutes Motivationsbuch zu lesen oder ein Buch, wo es um andere Lebensinhalte geht, um diese Inhalte mal lebendig werden zu lassen. Weil wenn ich es nicht tue, bleibe ich in diesem Hamsterrad. Immer und immer wieder und ich verliere mehr und mehr Energie. Viele Energie brauchen wir, klar, für unsere Herausforderungen, aber ich vermute mal, dass wir viel Energie vergeuden, wo wir nichts zu suchen haben. Mhm. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Es kommt jemand und sagt, Mensch, Roland, hast du gehört? Dein Nachbar hat das und das gemacht, ist das nicht ein Lump? Mhm. Und ich sage dann früher, ja stimmt, oh, das ist ja brutal, also das finde ich voll gemein. Mhm. Und heute stehe ich zu dem Punkt, wo ich sage, okay, woher hast du die Information? Mhm. Ja, von dem und dem, aha. Und woher weiß er das? Meistens ist da schon wieder Schluss. Mhm. Und es sind für mich einfach so kleine Energieräuber, die ich damit einfach beseitige und sage, du, recherchiere erstmal genauer, frag erstmal genauer nach. Aber oft ist so, manche Leute vertragen so die direkte Worte nicht. Also ich verpacke es dann manchmal in gute Worte oder ich lenke relativ schnell die Aufmerksamkeit auf was anderes. Mhm. Ja, das habe ich gehört, aber du, wie findest du das Wetter heute? Traumhaft, oder? Mhm. Also das sind für mich immer wieder kleine Energiebomben, die ich mir tagtäglich gönne. Anderes Beispiel, Autofahrt. Es kommen viele Mitteilungen im Radio. Wie wäre es mal, ich fahre zum Gesprächstermin und ich lege mal die Musik ein, die mir richtig gut tut, die mich inspiriert, die mich beflügelt oder mal ein gutes Hörbuch. Ja. Also auch da ist immens viel gewonnen. Mhm. Ja. Also ich täglich mit guten, positiven Dingen aufladen in dem Sinne, habe auch keine Müdigkeit mehr. Der ganze Tag verläuft anders. Ja. Angenehmer. Mhm. Ja. Also ich möchte das Wort positiv nochmal etwas genauer darstellen. Für jeden ist bedeutet das was anderes. Für mich gibt es eher die Dinge, die mir Energie geben, die mir Energie schenken. Wenn du nichts mehr weißt, was die Energie gibt, mal ins Kaffee setzen, mal Leute beobachten, vielleicht mal Kinder beobachten. Weil es sind meistens die Dinge, die uns abhandengekommen sind, die wir vergessen haben.
ein Beispiel mit Kindern, wo ich vor vielen Jahren angefangen habe, Kinder zu trainieren, habe ich gedacht, warum 10 Kinder laufen einen Ball hinterher? Was ist denn daran so lustig? Mhm. Bis ein Kind gesagt hat, du Roland, mach doch mit. Und ich, oh, keine Lust, weil ich war eh schon, ich muss noch eine Stunde geben. Und irgendwann habe ich mitgemacht. Und es ging tatsächlich einige Wochen, bis ich mich wieder erinnert habe, wie schön es ist, ohne Ziel irgendwie einen Ball zu erobern, ihn wegzunehmen, ihn wieder zu passen, ohne wirklich, dass ich sage, okay, ich muss jetzt ein Spiel gewinnen. Mhm. Und da habe ich mich erinnert, oh Gott, mir fehlt die Kindlichkeit. Mhm. Und ich bin eher so ein kindlicher Typ. Und diese Kindlichkeit schaue ich, dass ich die mir im Alltag bewahre, so gut es halt geht. Auch ich, auch mein Tag ist voll, also der ist vollgepackt. Aber allein zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sage ich nicht, vielleicht in dem Sinn, hast du schon gehört oder hast du das hast du gelesen? Und sagt, Mensch, schön, dass du da bist. Mhm. Das Schön, dass du da bist, sage ich eigentlich auch parallel immer auch zu mir. Mhm. Also es kommt ja aus meinem Mund. Ja. Und wir bestehen ja aus Schwingungen. Schwingungen gehen nach außen und durchdringen mich ja und geben mir dann einen Mehrwert und eine mehr Energie. Und das über Jahre kannst du dir ja vorstellen, wie du kraftvoll du wirst, trotz der vielen Herausforderungen. Ja. Wie gesagt, es ist jetzt kein Freibrief für die ultimative Energie, aber ich denke mal, in vielen Situationen reagierst du anders da, dein Körper schüttet andere Empfindungen aus und aus diesem Fokus heraus bleibst du einfach mehr in deiner Mitte, in deiner Energie. Mhm. Okay. Roland, lieben Dank, dass du hier warst bei uns im Studio. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn Sie auch ein bisschen mehr Energie im Alltag brauchen, vielleicht eine bessere Zielsetzung haben wollen, wie Sie Ihre Ziele erreichen können in Ihrem Leben oder einfach mehr Lebensqualität erreichen wollen, wir blenden nochmal die Homepage von Roland ein. Da können Sie sich dann bei ihm melden, auch nochmal das ganze Material, was auf der Homepage ist, anschauen. Es sind auch Videofilme dazu hinterlegt. Und ich bedanke mich bei Ihnen und bis zum nächsten Mal.